say goodbye to the good old days. They're never coming back. Watch your future fade. I came to play. Und die letzte Partie der Gruppenphase, Südkorea gegen Belgien. Wir spielen natürlich Kevin de Bruyne und unsere Belgier und wollen mal gucken, was wir hier so hinkriegen. Achso. Bamf. Elfmeter sind ja absolut nicht meine Stärke. Vielleicht kann ich jetzt hier ein bisschen was an den Skills arbeiten. Die in der Mitte sind noch relativ einfach zu treffen. Da habe ich eigentlich unten anvisiert, aber soll mir recht sein. Knapp. Jawohl. Jawohl. Oh, jetzt die oben werden schwer. Oh, super. Super. Nachher werde ich noch zum Elfer-Profi hier, ne? Boah, stark. Noch ohne Fehlschuss. Oh, oh. Ich wusste gar nicht, dass es da auch noch weitergeht dann. Jetzt aber. Jawohl. Bams. Geschafft. Nein! Wegen dem einen Versuch nicht. Fuck. Das ist nicht euer Ernst. Wegen dem einen Fehlschuss nicht. Darf man echt keinen Fehlschuss haben, oder was? Ist ja unfassbar. Boah. Jawohl. Nein! Yes, komm jetzt aber. Muss doch geschafft sein. Jawohl, geht doch. Entschuldigung für die Skillspielchen, aber ich muss, das muss auch mal sein. Und jetzt geht's rein in die Partie. Könnt ihr ja einfach überspulen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Belgien bisher im Turnier, wie gesagt, zwei Siege, aber beide nicht mit dem spielerischen, was man von ihnen gewohnt ist. Aber wie gesagt, ich habe schon auf Facebook und überall geschrieben. Das ist die Vorrunde. Marc Wilmots hat es selber gesagt. Da zählen nur Punkte. Fragt nachher keine Sau mehr danach, wie man gespielt hat. Bans Lukaku. Wir setzen natürlich Lukaku ein. Was die Belgier in echt nicht schaffen, schaffen wir hoffentlich. Den guten Mann, wenn man schon so einen Stürmer hat, dann muss man den auch einsetzen. That's my man. Schön auf Eden Hazard, der auch nur immer die letzten 10 Minuten glänzt. Aber hat bisher gereicht. Als hätte der Wilmots den echt gesagt, komm, spielt nur die letzten 10 Minuten immer gut. Yachi Ku, der Kapitän von Südkorea. Boah, was war das denn? Ist hier dermaßen schlecht. Vertonghen, Witzel, Fellaini, Miralisch, Lukaku.
Oh, wenn der durchkommt, dann ist Kevin De Bruyne da und macht den. Schade, schade. Sieht gut aus bisher. Ah, Mann! Eden Hazard, super Balleroberung, Lukaku, schickt Miralisch, Flanke, boah, gefährliches Spiel nennt man sowas, aber in FIFA gibt es das ja nur. Alter, Lukaku hätte ihn genetzt, das weiß ich genau. Wer malen, oh, wieder, hohes Bein, Mann, am Körper. Doch zum Heulen. Genau wie ich verteidige, ist auch zum Heulen. Halt besonders peinlich, wenn man vier Mann in der Nähe des Balls hat und die Fliege hier nervt. War klar, dass es wieder abgepfiffen wird, stand ja mal für eine Sekunde im Weg. Aber wenn die sowas machen, dann läuft es weiter, die Partie. Ein wahrer Traum. Kombinationsfußball der Belgier. Ah, der letzte Pass kommt wieder nicht an. Der Schiri-Assistent. Ich hasse FIFA für diesen Scheiß-Bug, dass der bei dem Einwurf den Ball nicht annimmt kann. Es ist so zum Kotzen. Ich sag nichts mehr, ich sag gar nichts mehr, ich sag gar nichts mehr, ich sag nichts mehr. Es ist so zum Kotzen. Man darf nichts machen und der Gegner darf alles machen. Dann ist das auch ein Foul. Natürlich nicht. Siehste, das ist so kacke. Der Gegner macht dasselbe, kriegt aber das Foul nicht gepfiffen. Wo passt er den denn bitte hin? Wo passt er den denn hin? Oh, Mann. Alter, guck doch mal, der stellt sich nur in den Weg, ohne den Ball zu haben. Sperren ohne Ball. Leck mich fett, ey. Alter. Miralisch, Mann. Ach, Miralisch, ist das dein Ernst?
Komm, Lukaku in die Mitte. Aber all der Welt braucht eh noch 3 Jahre. Und wir kriegen mal einen Freistoß zugesprochen. Das ist ja auch ein Wunder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hey. Ich krieg heute einfach gar nichts geschissen. Mal gucken, ob ich genauso gut wechseln kann wie... Oh Mann! Wie der gute Marc Wilmot. Faul, aber hallo. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Alter, das ist doch nicht zu glauben. Dann nehmen wir uns gegenseitig den Ball ab. Es fällt sich echt vom Glauben ab. Mertens, Mann. Gott, war das wieder schwach. Fellaini springt unter dem Ball durch, alles kein Thema. Och Mann! Wieder 400 Kleinigkeiten. Ich könnte kotzen, die sind alle so schnell. Du hast keine Zeit für nichts. Es ist so zum... Wieder einer dazwischen. Der Ball kam genau in die Schnittstelle. Perfekter geht's nicht. Ah, natürlich sind die koreanischen Verteidiger, hat man ja gegen Algerien gesehen, bärenstark. Und dann ist das wieder abseits. Ah, diesmal ist es auch abseits. Och komm, jetzt reicht's aber mit dem Ball einfach gegen die Hacken bekommen. Zum zweiten Mal in 10 Sekunden. Ist doch nicht normal. Klar, können wir uns nicht im Kopfball durchsetzen gegen so einen kleinen Fuzzi-Koreaner, weißt du? Wie groß sind die? 1,40 und das gibt auch noch eine Ecke. Ja, Sigi, der hat uns ausgeköpft. Ey, du kannst mir sagen, was du willst. FIFA ist doch irgendwie voll im Arsch. Natürlich, natürlich. Alles klar. Aus einer Ecke, die niemals eine Ecke war. Ey, FIFA will mich heute echt sowas von trollen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, jetzt müsste es jedem aufgefallen sein, denke ich. Wieder stellen sich 7 Koreaner einfach in den Weg. Gibt keinen Freistoß.
Behindern ohne Ball kennen wir ja nicht. Kennen wir nur, wenn es um Belgien geht. Ach komm, nicht dein Ernst. Immer behaupten die irgendwie den Ball. Die wissen doch selber nicht, wie sie den Ball behaupten. Guckt euch das an. Wir haben den Ball schon und dann geben die den freiwillig her. Es ist doch nicht normal. Ich verstehe nicht, was heute hier los ist. Guckt euch das an. Ich krieg den Ball nicht geklärt. Alter, ey. Faxendicke. Das gibt's doch nicht. Perfekt, da kann der Ball nicht kommen. Alter Schwede, spiel den Ball. Da, der hätte... Ich sag nix, ey. Ist doch unmöglich. Da steht wieder kein Schwein. Mann. Zwei Mann attackieren da einfach Lukaku. Wo schießt du die Flanke hin, De Bruyne? Wohin? Fall hier echt noch vom Glauben ab. Natürlich bleibt er wieder am Ball. Und schon wieder bleibt er am Ball. Schon wieder! Leck mich doch fett. Mehr Glück kann man auch gar nicht haben. Die hauen sich wieder gegenseitig um. Der Laufweg stimmt überhaupt nicht. Schon wieder eine Niederlage. Was ist heute nur los? Hey! Wie viel war die Nachspielzeit? 4 Minuten? Ging aber schnell um. Leck mich fett, ey. Ich sag dazu gar nichts mehr. Nee.